Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fahrenheit. Wir gehen jetzt mal, was machen wir denn? Gehen wir mal mit Tyler auf den Hof der Polizeiwache. Machen wir das mal, oder? Warum denn nicht? Ich hatte gute Arbeit geleistet und alles getan, was Carla von mir verlangt hatte. Jetzt kommt's. Ein kleines Basketballspiel war jetzt genau das Richtige, um zu relaxen und eine Rechnung mit Jeffrey zu begleichen. Zu relaxen? Oh Mann. Wow, super Outfit, Jeffrey. Das hat Stil, Mann. Ich bin echt total beeindruckt, Alter. Okay, $200 Einsatz. Der zuerst 10 Punkte macht, gewinnt und kriegt's Moos. Sind wir uns einig? Dann sagt er den Kröten schon mal ciao. Abwarten, also dann. Spielen wir jetzt schon Moos oder Kröten? Ich bin total verwirrt. Oh yeah! Oh nein! Ah, come on, der Schluss, den habe ich vermasselt. Das Outfit von Jeffrey ist so bunt, ich sehe die Farben kaum, die ich drücken muss. Nicht, wenn ich es verhindern kann, Jeffrey. Okay, jetzt aber. Ja, wenn das keine Glanzleistung war. Aber echt. So, jetzt machen wir die 10 am Stück. Nein, so wird das nix. Oh Gott, ich hab's vermasselt, glaube ich. Das war zu oft, ja. So viel zu meinen 10 am Stück. Naja, komm, Jeffrey, zeig mal, was du kannst. Mach's erstmal besser, Tiger. Okay, jetzt sind wir wieder dran. Ich kann leider echt nicht viel erzählen, während ich das mache. Ich muss mich konzentrieren, sonst wird's nix. So wie jetzt zum Beispiel. Ich darf nicht reden. Ich bin ab jetzt still. Ab jetzt schweige ich. Genießt einfach die wunderschöne Basketballchoreografie. Da haben sehr viele Leute sehr lange dran gearbeitet, damit wir diese wundervolle Choreografie genießen dürfen. Ah, jetzt macht er einen Punkt. Ich hab's vermasselt. Ja, den einen Punkt, den einen Gnadenpunkt, den darf er behalten. So, und jetzt Konzentration. Da passiert echt zu viel. Ich finde es in der Szene echt schwer, gerade die Farben richtig zu erkennen. Ich hätte jetzt gern, dass die weniger durchsichtig sind gerade für die Szene. Aber gut, ich krieg schon hin. Muss mich nur echt konzentrieren. Oh. Puh, das wird noch ein spannendes Spiel. Oh Gott. Hey, cool. Ich dachte schon, das wird nichts mehr. Ich habe ganz schön viel Fehler gemacht, aber anscheinend habe ich auch genug getroffen. Ich habe manchmal das Gefühl, ich darf Fehler machen, solange ich trotzdem die richtigen treffe. Ich glaube, wenn ich ganz wild rumlenke, wird es funktionieren. Aber weil ich mir nicht sicher bin, mache ich es lieber nicht.
Außerdem wär's dann kaputtes Spiel du und das wäre langweilig. Du solltest die Disziplin wechseln. Wie wär's vielleicht mit Schach? Ha, jetzt hat es ihm aber gegeben. Schachspieler sind voll lame und so irgendwie, ne? Na, also. 10-1. Elf zu eins aus irgendeinem Grund. Anscheinend ging es um 11 Punkte. Er beschleunigt, umgeht die Verteidigung und Treffer! Na, wenn das kein Talent ist. Hey, für einen weißen Bullen schlägst du dich tapfer. Du dich aber auch. Alle Achtung! Wusstest wohl nicht, dass ich Amateurspieler war. Tja, deine Piepen kannst du vergessen. Du bist ein verdammtes Arschloch, Tyler. Weiß ich. Deswegen kannst du mich ja so gut leiden. So viel dazu. Hätten wir das auch. Auf zur Polizeiakademie. Training Sergeant Mitchell, da hinten, vorletzter Stand. Danke. Vorletzter Stand. Grüß Gott. Sergeant Mitchell? Ja. Inspektor Carla Valenti, dürfte ich Ihnen ein paar Fragen zu einer meiner Untersuchungen stellen? Es ist Ewigkeiten her, dass ich an einer Untersuchung gearbeitet habe. Ich werde Ihnen nicht viel nützen. Stattlicher Schnauzer. Es geht um einen alten Fall, aber er interessiert mich. Der Kirstenfall. Weil Sie die Akte nicht finden, habe ich recht. Ja, so ist es. Die Akte ist geheim. Wie wär's mit ein paar Zielübungen? Okay, gerne. Na dann. Die Pistole liegt direkt vor Ihnen. Jetzt müssen wir erst beweisen, dass wir schießen können, damit wir der Information würdig sind. Drücken Sie die R-Taste, um zu feuern. Drücken Sie die RS-Taste zum Nachladen. Was zur Hölle ist die RS-Taste? Rechter Stick. Töten Sie Terroristen, um Zeit zu gewinnen. Aber wenn Sie Zivilisten treffen, wird Ihnen Zeit abgezogen. Oh Gott, oh Gott. Ich werf die Kugel nämlich quasi, deswegen muss ich mich so anstrengen. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ah, daneben. Ich war so gut bis gerade eben. Also so akzeptabel. 9! 2 Terroristen durch die Lappen gegangen. War immer noch keine Geiseln erschossen. Lieber lasse ich 10 Schuldige gehen, als dass ich einen Unschuldigen erschieße. Come on, ihr blöden Terroristen. Bleibt doch ein bisschen länger. Boah, jetzt dreht aber der Schwierigkeitsgrad ganz schön auf. Aber nachladen kann sie. Ich weiß nicht, was mit den alten Magazinen passiert. Ich glaube, die verschlingt die Waffe einfach vollständig. Weil sie schiebt einfach nach und nach und nach. Aber gut, ist cool. Ist neue Pistolentechnologie. Einfach immer mehr reinschieben. Ah, zu schnell. Zu schnell.
Moment, da schießen doch auch noch andere Personen an dem Schießstand. Was schießen die denn? Vielleicht schießen die Lichter aus. Sie haben es aber drauf. Oh yeah. Ich muss zugeben, dass Ihnen hier nur wenige das Wasser reichen könnten. Und was möchten Sie über den Kirstenfall wissen? Zum Beispiel, was geschah genau? Ein Typ namens Kirsten ging ahnungslos in den Supermarkt und als er vor den Kochutensilien steht, schnappt sich einer ein Messer und ersticht ihn brutal. Fand man den Mörder? Er rührte sich nicht vom Fleck. Er blieb neben dem Opfer auf dem Boden sitzen, so als warte er auf uns, mit völlig leerem Gesichtsausdruck. War der Mörder vielleicht drogenabhängig oder als psychisch labil bekannt? Fragte ich mich auch als erstes. Negativ, weder Drogen noch Alkohol. Ein stinknormaler Typ. Familienvater, glücklich verheiratet, feste Arbeit. Vielleicht ist er nur ausgerastet. Eine Art kurzer Anfall von Wahnsinn. Nahm ich auch zuerst an, bis ich den Autopsiebericht sah. Jeder Messerstich durchtrennte sauber und präzise eine der zum Herz führenden Arterien. Solche Präzision, oh Mann. Die Chancen dafür standen mindestens 1 zu 1000. Selbst wenn er Chirurg wäre. Oh nein, muss ich jetzt nochmal schießen? Oh, ich habe keinen Bock mehr auf Schießen. Echt nochmal das Gleiche? Nein, ich will das nicht. Ah, oh, ich muss. Okay, machen wir es halt nochmal. Diesmal noch besser. Gut, sag ich doch. Oh Mist. Und schon schieße ich daneben. Nein! Ah! Nicht die Geißel. Nicht die Geißel. Wenigstens ist die Steuerung nicht invertiert hier. Ja. Ich habe das Gefühl, manchmal ist das sehr gnädig, das Spiel mit den Zielen. Und manchmal, wenn ich nur ein bisschen daneben bin, dann ist alles vorbei. Ich weiß auch nicht, wie lange ich das machen muss, damit ich erfolgreich bin. Deswegen mache ich lieber mal einfach so viel wie möglich. Moment, ich habe schon ein paar nicht erwischt. Oh, jetzt werden sie wieder schnell. Boah, unmöglich. Unmöglich. Boah. Hey, ich habe ihn echt getroffen. Boah, ist ja wie... Also, das ist ja... Also, jetzt wird's aber... Jetzt wird's aber zu bunt hier. Übermenschliche Reflexe bräuchte man hier schon bald. Meine schöne Trefferquote macht mir hier das Spiel kaputt. Ich glaube, ich versuch's gar nicht mehr, auf die anderen zu schießen. Macht nur meine Trefferquote kaputt. Exzellenter Schuss. Sie sind ein Naturtalent. Und was war dann? Sie stellten die Untersuchung doch sicher nicht ein, oder? Nein, die Sache ließ mich nicht los. Was konnte ihn zu dieser Tat bewogen haben? Ich überprüfte, naja, jede Menge Spuren. Und stieß beinahe zufällig auf ähnliche Fälle. Auf andere Täter mit gleichem Profil. Sie meinen, wo der Mörder auf gleiche Weise vorging und den Tatort nicht verließ? Genau. 3 Wochen zuvor war mitten am Tag ein anderes Opfer grundlos erstochen worden. Dann entdeckte ich einen dritten Fall, der 2 Monate zurücklag. Dann noch einen und noch einen. Und stets dasselbe Spiel. Und die Täter wurden stets verhaftet? Nein,
Entweder begangen sie Selbstmord, bevor wir eintrafen, oder wurden verrückt. Aber alle gingen genau gleich vor. Sie durchtrennten dem Opfer stets die Herzarterien, ganz akkurat. Dann ritzten sie sich eine Schlange in die Arme. Und Ihre Recherchen in dem Mordfall im Supermarkt? Fanden Sie was heraus? Diesen Fall sollten Sie lieber aufgeben. Hier geht es nicht nur um einen Mord. Aber hinter den Kulissen wird irgendein falsches Spiel gespielt. Dann lege ich wohl eine neue Akte an. Nein, wir schießen jetzt nicht nochmal, oder? Zweimal ist echt genug für dieses Minispiel, muss ich echt sagen. Nee, okay, gut. Danke. So, na schön, dann machen wir jetzt hier einen Cut. Und ich sag vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und morgen geht's weiter. Macht's gut, bis dann, ciao.